Hallo zurück im Küchengarten. Es ist März und ihr seht, von der Seite scheint mich die Morgensonne an und ich bin voller Tatendrang, wie wahrscheinlich viele von euch. Der März ist ja mitunter die arbeitsintensivste Zeit für uns Gärtner. Neben Aussaaten, immer noch Beete vorbereiten, gibt es auch vieles schon zu pflanzen. Und damit möchte ich heute anfangen. Und zwar geht das Zwiebelexperiment in die nächste Runde. Wenn ihr mein Video von letzter Woche gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass Jonas mir seine Steckzwiebel der drei Gemüsezwiebelsorten geschickt hat. Und letzte Woche musste ich zuerst noch das Beet, also den Platz, den ich dafür vorgesehen habe, vorbereiten. Das ist hier dieses wunderbare Frühbeet neben meinem Gewächshaus. Ihr seht, da kommt herrlich die Morgensonne und zieht dann in die Südseite rüber. Also da ist wunderbar Sonne. Und der große Vorteil ist, falls es jetzt dann doch noch mal kalt wird, vor allem nachts, habe ich hier einen Deckel, den ich drüber geben kann. Und deswegen erscheint mir dieser Platz ideal für dieses Experiment. Vorbereitet habe ich das Beet letzte Woche noch mit Pferdemist. Also ich habe die oberste Schicht des Beetes abgetragen, ca. 40 cm, weil so tief wurzeln die Setzlinge, und habe es mit Pferdemist aufgefüllt. Und das ist gleichzeitig ein Schutz, falls es noch mal kalt wird, weil der Pferdemist während der Verrottung von unten wunderbar Wärme freisetzt und sich nachher in Dünger verwandelt. Er nährt auch noch das Bodenlebewesen. Also eine Win-Win-Situation. Jetzt hatte dieses Beet eine Woche Zeit, sich wieder ein bisschen zu setzen, nachdem ich da herumgegraben habe. Und jetzt werde ich die Zwiebel hineingeben. Der Boden ist dadurch schön locker, aber auch sehr nährstoffreich, gut durchlüftet. Da kann gar nichts schief gehen, oder? So, jetzt habe ich mir mit so einem normalen Dibber, mit so einem Blumenzwiebelsetzwerkzeug hier schöne Löcher reingemacht. Schaut vielleicht für euch jetzt mit einem großen Abstand aus. Nur ich möchte, dass die Zwiebel sehr groß werden. Deswegen brauchen sie auch ordentlich Nährstoffe. Und was ich aber mache, ist immer zwischen die Zwiebel Salat zu pflanzen. Das ist ja ein Schwachzehrer. Die kommen sich dann nicht in die Quere und die Blätter des Salates beschatten dann wunderbar den Boden zwischen den Zwiebeln. Jetzt fange ich hier an mit den Exhibition. Da habe ich 6 Stück. Was ich auch noch mache, ist einen biologischen Gemüsedünger, einen Langzeitdünger ins Loch zu geben. Und dann kommt die Steckzwiebel hier rein, nicht zu tief, aber auch noch fest genug, dass die frechen Spatzen und Amseln sie nicht aus der Erde ziehen. Das hatte ich nämlich auch schon. Schön festdrücken. Also etwas Dünger ins Loch, Zwiebel hinein, festdrücken und so geht's weiter. Und natürlich beschriften nicht vergessen. So, und jetzt bleibt mir noch die eine verschupfte Kelsey-Steckzwiebel. Da ist ja nur eine angekommen, da hat es vielleicht Probleme bei der Produktion gegeben. Und die bekommt einen ganz tollen Platz hier, absolut südseitig, in meinem Kräuterbeet eigentlich, neben meiner Insektenwand. Hier seht ihr zum Beispiel, treibt schon wunderbar das Salbei aus. Der hat das hier herrlich überlebt, da bin ich ganz glücklich. Was ist denn das für einer? Der Pfirsichsalbei, schaut euch den an. Oh, herrlich. Und genau hier kommt jetzt diese Kelsey-Zwiebel her, weil da kann ich sie im Auge behalten. Da laufe ich nämlich regelmäßig vorbei. Erst ein bisschen Unkraut raus. Schildsalbe. So. Die Erde ist hier auch wunderbar feinkrümelig. Mache ich auch wieder mein Loch hinein. Dünger. Bisschen untermischen. Und jetzt. Oh. Okay, komm her, Baby. Da ist sie. So. Hinein. Gut festdrücken und ein großes Ehrenschild. Die wird besonders
bemuttert. Jetzt schauen wir uns im Vergleich mal die Gemüsezwiebeln an, die ich frisch ausgesät habe im Februar. Die stehen ja hier im Gewächshaus und die schauen momentan so aus. Auch sehr schön, aber haben noch einiges aufzuholen. Hier zum Fuße dieses Fensterkastens wächst ein Zwergpfirsich. Der treibt schon wunderbar aus. Die letzten Jahre hat er etwas unter der Kräuselkrankheit gelitten. Mal schauen, wie das dieses Jahr wird. Und hier links daneben, wo jetzt so ein großer Platz ist, hatte ich eigentlich den Muscatella-Salbei. Eine riesige, traumhafte Pflanze. Stinkt grauenvoll. Also für mich zumindest. Aber ist eine große Futterquelle für die schwarze Holzbiene. Das ist ja die Biene des Jahres 2024 und die können wir in unserem Garten, hier im Küchengarten, schon seit Jahren begrüßen. Deswegen habe ich hier auch den Muscatella-Salbei. Der hat sich toll ausgesamt, aber leider hier nach oben in mein Kräuterbeet. Da habe ich ein paar Pflanzen und der wird sehr groß und ausladend und den will ich nicht hier in meinem Kräuterbeet. Das heißt, ich grabe ihn jetzt hier aus und setze ihn nach unten. Entlang dieses Fensterbeetkastens ist das Fenster zu meinem Wohnzimmer. Das seht ihr, da schaue ich gerade raus. Und dort habe ich eigentlich immer Schnittlauch und Petersilie stehen. Die Petersilie hat sich dieses Jahr anscheinend nicht gut selbst ausgesamt. Und da kommt überhaupt nichts Neues. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal auszusehen. Ich habe da Samen, die ich selbst geerntet habe. Und die sehe ich jetzt breitwürfig aus und hoffe, dass da möglichst schnell etwas keimt. Aber Petersilie braucht ja etwas länger. Hier im Gewächshaus habe ich auch einige Naturpflanzen stehen, einheimische Wildstauden, die es nicht mehr ins Beet geschafft haben im Herbst, die ich hier überwintert habe. Das hat super geklappt, die treiben alle wieder aus. Und für diese hier, die Engelwurz, habe ich jetzt einen neuen Platz. Da kommt sie jetzt hin. Ja, hier im Vorgarten, neben meinem Spaliergrafensteiner, der noch nie eine einzige Frucht getragen hat, also sein Leben hängt am seidenen Faden, habe ich einen schönen Platz und hier soll die Engelwurz her. Das wird eine wunderbar riesengroße Staude, die die Insekten lieben. Freue ich mich drauf. Zu guter Letzt möchte ich euch noch die Aussaat meiner Cocktailtomaten zeigen, meiner Naschtomaten. Da war ich nämlich dieses Jahr so überfordert von der großen Auswahl, die ich da in meiner Saatkiste habe. Also habe ich es mir einfach gemacht. Letztes Jahr habe ich ja Saatgut bei Anja von Anjas Gartenreich bestellt und sie hat mir als Geschenk ein Päckchen mit einer Tüte wild zusammengewürfeltes Saatgut geschenkt. Und die habe ich dieses Jahr ausgesät und keine anderen. Das heißt, ich weiß nicht, was da rauskommt und lasse mich überraschen und bin schon sehr gespannt. Schön, dass ihr mir heute wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, auch bei euch geht es in den Gärten so schön weiter. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!